Ja, servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube, Tabak und Pfeifenliebhaber. Es ist schon am Abend, sitzt der gemütlich da, die ist auch da, Evi. Ja, ich bin da. Evi ist auch da, nicht, dass ich meine, ich bin allein, gell? Nein, ich bin da. War letztes Mal jetzt beim Getränkemarkt, weil man ein Bier kaufen wollte. Dann sehe ich, die haben ein Oktoberfestbier, gell? Und zwar ein Hackerbschor. Und ein Hofbräu haben sie noch gehabt für 9,99 €. Da hat der Helmut natürlich zugeschlagen. Ist zwar schon lange vorbei, das Oktoberfest, gell, aber das Bier ist ja trotzdem gut und wird nicht schlecht. So, und das schenke ich mir jetzt ein. Evi hat sein Wein dabei geschenkt, gell? Ja, Wein dabei geschenkt, ja. Und das Bier. Beziehungsweise das Märzen von Hackerbschor, das ist ja echt ziemlich dunkel. Die anderen sind eigentlich alle viel heller, gell? Also die Brauen ist noch wirklich angeblich so wie früher. So, trinken wir mal, Evi, Prost! Prost auf uns! Prost auf euch! Ich hoffe, euch geht es genauso gut wie uns. Ein kleines Danke möchte ich mal wirklich wieder aussprechen. Für die vielen, vielen neuen Abonnenten, die was bei mir wieder dazugekommen sind. Ihr seid der Hammer, jetzt geht es schon langsam auf 8000 hin, gell? Ein Wahnsinn. Und freuen wir uns natürlich richtig, auch die Evi mit, gell? Ja. Das motiviert ohne Ende, muss ich sagen. Und ja, freuen wir uns einfach, gell? Dürft ihr gerne so weitermachen. Ja, was rauche ich denn? Heute mal ein Pfeiferl. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die schon mal vorgestellt habe, weil das ist einer meiner ersten Pfeifen, was ich überhaupt gehabt habe, eine uralte Stenwell, und zwar ist das eine Royal, wie heißt die, Royal Guard, lasst es ein bisschen schlecht lesen da unten, Royal Guard, Rouge, Entschuldigung, Royal Rouge, made in Dänemark nur, also die ist wirklich in Dänemark nur hergestellt. Die rauche ich eigentlich ganz, ganz selten, ja, weil sie eben so alt ist und die, man sieht ja, die hat schon, darum habe ich da auch die, normalerweise den Gummistöpsel drauf, ja, weil früher hat es das ja nicht gegeben, hat schon, ja, Spuren, sage ich jetzt einmal, Beißer kennt ihr, die lacht, gell? Ja, ist so, ja. In der Regel tue ich da einen Gummistöpsel drauf und dann ist die geschützt, weil an der hänge ich wirklich, weil das einer meiner ersten Pfeifen war, was ich mir eigentlich gekauft habe. Wie alt warst du da? Wir haben 16. Oh, Respekt. So 16, 17. Ich weiß nicht, wie, ob das jetzt die 7., 8. war, aber es war einer meiner ersten Pfeifen, sage ich jetzt einmal, was ich damals, da habe ich noch eine dazu, aber die ist mir leider kaputt gegangen, war das ein Petersen. Das war so ein schlankes Stück, Petersen-Pfeifen. Und die habe ich damals so mit einem, so einem Pfeifenmapperl gekauft, wo zwei reingegangen sind. Heute hat man so ein Anfängerset, gell, obwohl ich eigentlich schon vorher Pfeifen gehabt habe, aber ich habe mir also nicht dieses Anfängerset gekauft, sondern halt einfach diese zwei Pfeifen mit den Taschen da, wo zwei Pfeifen reingingen und Tabak und die Pfeifenstoffe und ein paar Reiniger, kennt die Dinger ja, gell. Aber dieses Pfeifen war jetzt bei mir bestimmt schon 3-4 Jahre nicht mehr unter Feuer. Und schmeckt immer noch fantastisch. Es ist eine filterlose, also die ist nicht gefiltert. Und ich habe da den kleinen drin. Ja. Der ist jetzt auch aus, muss ich mal wieder einen holen. Und diesen kleinen, muss ich echt sagen, der kommt, also bei mir, mein Empfinden, mit der filterlosen Pfeifen noch besser zur Geltung als gefiltert. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, gell? Auf jeden Fall ist er klasse Tabak. Ja, was gibt es sonst Neues? Wir haben wieder was, ja, Brutzel kann man eigentlich heute nicht sagen. Weil ihr wisst ja, wir essen unwahrscheinlich gern Kartoffelsalat. Gell? Also in Bayern ist ja das sowieso ein Traditionsgericht, Kartoffelsalat.
Da gibt es ja verschiedene Varianten und jedes Haus, sag ich jetzt einmal, hat da mit Sicherheit sein eigenes Rezept. Gell? Und wir haben uns heute einmal einen Bratwurst-Kartoffelsalat gemacht. Gell? Und ich muss sagen, ist was Feines. Macht nicht viel Arbeit, ja, und hat uns wunderbar geschmeckt. Gell, wie? Der, wie sagen wir in Bayern, der war oberaffengeil. Oberaffengeil, ja. Ja. Und wie wir den jetzt gemacht haben, ja, das zeige ich euch jetzt. Da seid mit dabei und dann sehen wir uns natürlich beim Probieren wieder. Gell? Also, servus dabei. So, die Kartoffeln sind fertig gekocht. So, da habe ich jetzt meine Zutaten. Da habe ich meine Bratwurst, da habe ich Radieseln, da habe ich Essiggurken, rote Zwiebeln und da habe ich mir meine Pasta zusammengemischt. Gell? Da ist jetzt Mayonnaise drin, Senf, Eigelb, dann Salz und Pfeffer, Petersilie und ein bisschen Zucker und eine Spritzer Zitrone. Die Mengenangaben schreibe ich eh unten rein und das habe ich dann schön zusammengemischt. Gell? Ja, mehr braucht man dazu gar nicht. Geht's weiter mit den Kartoffeln. Evi muss Kartoffeln schenken, gell? Wir müssen das gar nichts. Nein. Gell? Mach ich gern. Ja, weiß ich. So, da haben wir jetzt die Kartoffeln geschnitten. Und jetzt mischt man das alles zusammen, gell? So, auf los geht's los. Mal die Zwiebeln. Alles rein, gell? Diesel. Bratwurst. Und da tue ich nachher eine Hecke. Das Zimmer, sie schmeißt das weg. Da haben wir noch Zwiebeln. Ha! So, oder nein? Jetzt haben wir da unser Dressing. Jetzt mischen wir das schön zusammen. Alles. Oh, das riecht schon gut. Das ist rausgefallen. Dann muss das noch eine halbe Stunde durchziehen. Im Kühlschrank. Und dann können wir probieren. Ich finde es gut, gell? Mhm. Ah? Ich hab schon Hunger. Ja, musst aber noch eine halbe Stunde warten. Das hilft nichts. Hilft nichts. So, ich pack das jetzt aus. Lassen wir jetzt durchziehen. Eine halbe Stunde. Und dann gehen wir essen. So schaut das jetzt aus, gell? Wunderbar. Oh, hab ich jetzt Hunger. So, Freunde, jetzt aber zuerst einmal ein Bier, gell? Wieder ein Oktoberfest, Märzen von Hackab Schor. Jawohl. Blobzauer. Ja, das klappt einmal dabei. Und ich will, jetzt probiere ich. Hoho. Jetzt probieren wir. Schauen wir mal, wie das gut ausschaut. Wow, Wahnsinn. Hammer. Die Bratwurst da und mit der Mayonnaise und dem Senf und den Gewürzen da. Das ist wie so ein super Buffet für eine Party. Da brauchst du aber auch nichts dazu, aber das passt auch
wenn es ein Steak dazu ist oder was, es schmeckt gigantisch, hätte ich nie geglaubt. Wahnsinn. Kannst du neile? Wahnsinn, da kannst du neile. Schnelle Nummer, schnelles Abendessen, auch Winteressen, dann ist so. Die lassen uns jetzt schmecken, die Jundi. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und Daumen nach oben für Apo, war ich sehr dankbar. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.